Ja, moin und einen wunderguten, hier bitte beliebige Tageszeit einfügen, wünsche ich euch. Hallo und noch einmal willkommen im computergesteuerten Enrichment Center von Aperture. Wir hoffen, Ihr kurzer Aufenthalt in der Entspannungskammer war angenehm. Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Vergessen Sie nicht, dass Spaß und Lernen zwar im Vordergrund aller Aktivitäten im Enrichment Center stehen, dass es aber auch Verletzungen geben kann. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf keinen Fall etwas... Por favor, por don Bufayar, muchas... Vorsicht, das Portal öffnet sich in 3, 2, 1... Geht doch nicht rein. Also nochmal ein recht herzliches Willkommen hier zu Let's Play Portal. Ja, ich habe Portal ja schon mal auf meinem alten Kanal gespielt. Aber ich möchte das jetzt hier ganz gerne nochmal durchnehmen. Einfach nur für die Menschen, die es vielleicht verpasst haben, dass ich dieses extrem wundergeile Spiel hier gezockt habe. Übermittlung empfangen, jawohl. Gut gemacht. Bitte begeben Sie sich nach jedem Test in die Kammerschleuse. Achten Sie zunächst jedoch auf das Leuchtpartikelfeld vor dem Ausgang. Dieses Materialauflösungsgitter von Aperture Science vaporisiert alle passierenden, nicht autorisierten Geräte. Zum Beispiel den beschwerten Speicherkubus von Aperture Science. Ja, so das, was wir hier auch gerade hören, die Stimme, die zu uns spricht, die nennt sich GLaDOS. Ich denke mal, jeder, der schon mal mit Computerspielen sich ein bisschen beschäftigt hat, kennt GLaDOS als der beste Gegner, den es in irgendeinem Computerspiel gab. Und ich glaube auch jemals geben wird. GLaDOS ist einfach legendär. Bitte stellen Sie den beschwerten Speicherkubus auf den 1500 Megawatt Schwerlast Superkollisions Superknopf. Und ja, auch der Humor ist ja auch jetzt habe ich den da wieder gelassen. Der Humor von Portal ist ja auch legendär, also zumindest von GLaDOS, dieses sarkastische, was glaube ich, also wo bitte, ja, wo es sich einfach in die Kammerschleuse, da im Test kein andauerndes Verweilen am Knopf vorgesehen ist. Ja, da hat sich hier, haben sich die Modder hier, oder ich weiß gar nicht, ich glaube das Portal ist eine Mod von Half-Life und Valve hat die Modder dann auch bei sich eingestellt, dass die dann auch Portal 2 entwickeln können, aber da haben sich die Modder, sage ich jetzt mal, von Portal hier, also das ist einfach komplett übertroffen. Es ist eines der besten Spiele aller Zeiten, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also für mich gehört es auf jeden Fall in die All-Time Top 10 Spiele. Nennt man das so? Ich hoffe einfach mal. So, aber ich spiele das ja jetzt hier auch jetzt nicht zum ersten Mal, sondern habe das schon öfters mal durchgespielt und deswegen wird das... Sie machen das sehr gut. Danke. Beachten Sie, dass der Geschmack von Blut nicht Teil des Testprotokolls ist, sondern ein unerwünschter Nebeneffekt des Materialauflösungsgitters von Aperture Science, das in manchen Fällen Zahnfüllungen, Kronen, Zahnschmelz und Zähne auflöst. Nett. Dass wir hier wahrscheinlich auch kein extrem langes Let's Play haben, sondern sehr eigentlich gut. Ein relativ kurzes. Sie verfügen nun über das mobile Portalgerät von Aperture Science. Damit können Sie eigene Portale schaffen. Diese intradimensionalen Tore sind vollkommen sicher, das Gerät allerdings nicht. Berühren Sie nicht sein aktives Ende. Blicken Sie nicht direkt auf das aktive Ende des Geräts. Bringen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeit in Kontakt. Vor allem sollten Sie unter keinen Umständen das Gerät aus... Wie gesagt, wird das wahrscheinlich nicht ein allzu langes Let's Play.
da ich halt die meisten Lösungswege ja schon kenne. Der autorisierten Aktivitäten zerstören Sie keine wichtigen Testapparate. Ja, würde ich mal sagen, ist blöd gelaufen. Ich habe ein paar zerstört. Bei den Sicherheitsapparaten, da meinen sie halt die Kamera, ne? Das ist klar, dass das jetzt nicht mehr alles so genau überwachen kann. Deswegen werde ich da die Kameras auch eigentlich, versuche ich immer alle komplett auszuschalten, so wie es halt nur irgendwie geht. Begeben Sie sich in die Kammerschleuse. Sehr gut. Übrigens, der Tag der offenen Tür für Töchter bietet sich an, um auch sie testen zu lassen. Oh, ein... Okay, den können wir mal eben noch... Das Rad... Ach, jetzt habe ich... Das Radio da liegen lassen. Oh, ich dusse. Ich wollte mit dem Radio noch einmal hier ein bisschen rumlaufen. Hallo? Weil das gibt dann nämlich auch einen Erfolg, wenn man die alle... abgeliefert hat. Ach, das war da oben, ne? Jawohl. Ich weiß auch nicht, was das bringt, wenn man da alle gefunden hat. Aber ich mach's halt einfach immer wieder, dass ich die ganzen Radiostationen versuche, an die richtige Position zu bringen. Ich habe es auch bisher noch nie geschafft, da wirklich alle 26 an die richtige Position zu stellen. Weiß ich halt auch nicht, was uns dann erwartet, wenn wir das schaffen sollten hier jetzt im Let's Play. Willkommen im Testkammer 4. Sie sind gar nicht schlecht. Danke. Zur eigenen Sicherheit zerstören Sie keine Testapparate. Ach, halt doch die Schnauze. Du hast keine Ahnung, GLaDOS. So, der ist hier. Dann nehmen wir den hier natürlich noch mit. Oh. Und setzen den darauf. Das war wieder sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls wird die nächste Testkammer nicht überwacht. Sie sind dort ganz auf sich gestellt. Viel Glück. Das ist eine Lüge. Das sag ich jetzt einfach mal so. Oh, und hier erstmal ein bisschen schießen. Also ja, muss ich sagen, ich bin ein unglaublicher Portal-Fan. Es macht so unglaublich viel Spaß. Wir haben auch hier jetzt, wir spielen hier als Shell und die halt auch nie was sagt. Was aber auch kein großes Problem ist. Manche Objekte sind wichtig für ihren Erfolg. Zerstören Sie keine Testapparate. Hä? Geht doch. Oh nein, oh, ich dusse. So. Jetzt müssen wir eben gucken, wo ist denn hier das Radio? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das müssen wir erstmal suchen. Wichtiger Testapparat. Ja, ist ja auch gut so. Ah, da ist das Radio. Das wollen wir mal direkt mitnehmen. Als Teil eines festen Testprotokolls. Oh nein. War die vorige Aussage, dass diese Kammer nicht überwacht wird, eine reine Lüge. Sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls beenden wir die Wahrheitsverzerrung in 3, 2. Ah, das lief doch schon mal sehr schlecht hier mit dem Radio. So, ich komme aber auch nicht wieder zurück. Machen wir doch nochmal Spiel laden. Wenn wir jetzt hier laden, kommen wir dann nochmal zum Anfang. Ja, oh, sehr gut, ich bin erleichtert. Dann können wir das nämlich noch einmal schnell hinter uns bringen. Denn... So.
Oh, wunderbar, haben wir das doch noch gekriegt. Dann hat sich das ja ganz schön gelohnt. Manche Objekte sind wichtig für ihren Erfolg. Zerstören Sie keine Testapparate. Oh. Und ich denke mal, wir machen hier auch relativ kurze Folgen und machen... Als Teil eines festen Testprotokolls war die vorige Aussage, dass diese Kammer nicht überwacht wird. Hier nochmal eine kleine Folgenpause und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.